Hallo an alle, ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Die britische Armee setzt in hohem Maße auf Panzer und gepanzerte Fahrzeuge, wobei der Schwerpunkt auf Modernisierung und Vielseitigkeit im Einsatz liegt. Der Kampfpanzer Challenger 2 bildet derzeit das Rückgrat der britischen Panzertruppen, wobei ein umfangreiches Modernisierungsprogramm in Planung ist. Neben dem Challenger 2 betreibt die britische Armee eine Reihe weiterer gepanzerter Fahrzeuge, darunter den Schützenpanzer Warrior und den Aufklärungspanzer Ajax. Diese Fahrzeuge bieten der Armee Flexibilität und Mobilität auf dem Schlachtfeld. Heute zeigen wir euch die 10 besten gepanzerten Fahrzeuge und Panzer der britischen Armee. Aber bevor wir anfangen, wenn euch dieses Video gefällt und ihr mehr davon sehen möchtet, vergesst nicht, uns ein Like zu geben und unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr weitere Videos direkt auf eure Benachrichtigungen erhaltet. FV-103 Spartan. Der gepanzerte Mannschaftstransportwagen FV-103 Spartan wurde nicht isoliert entwickelt, sondern als Teil einer Familie gepanzerter Kampffahrzeuge, an deren Spitze der leichte Panzer Scorpion mit einer 76mm Kanone steht. Die Familie besteht aus 7 Hauptmitgliedern, die alle von Elvis Vehicles hergestellt werden, wobei der Spartan als spezialisierter Kampftruppentransporter gedacht war. Der hintere Truppenraum bietet Platz für 4 Personen und bietet Raum für ihre spezielle und persönliche Ausrüstung. Einige Spartans haben die Möglichkeit, auf dem Dach der Wanne ein Gefechtsfeldüberwachungsradar zu montieren, während andere über eine interne Halterung für Luftabwehrraketen verfügen. Früher verfügte die britische Infanterie über Panzerzerstörer-Spartans mit Milan-Panzerabwehr-Lenkwaffentürm auf dem Dach, doch diese wurden inzwischen aus dem Verkehr gezogen. Ranger. Das minenresistente, hinterhaltgeschützte Fahrzeug Ranger wurde von Universal Engineering in Großbritannien entwickelt. Der erste Prototyp mit einer 6x6-Konfiguration wurde 2009 vorgestellt. Der Ranger wurde als eine Fahrzeugfamilie mit 4x4, 6x6 und 8x8-Konfiguration konzipiert. Die Hauptaufgabe des Ranger ist es, die Soldaten unter der Panzerung zu tragen und sie vor Landminen und Straßenrandbomben zu schützen. Der Ranger hat ein ungewöhnliches Panzerungskonzept. Das gesamte Fahrzeug ist um eine hochgeschützte Kapsel mit einer V-förmigen Wanne herum aufgebaut. Die Grundpanzerung bietet einen ballistischen Rundumschutz gegen panzerbrechende 14,5 mm Geschosse. Es wird behauptet, dass die Panzerung des Ranger Schutz gegen RPG-7 Raketen bietet. Das Fahrzeug hält auch Minenexplosionen stand, die 10 kg TNT irgendwo unter der Wanne entsprechen. Der Ranger in der Konfiguration 6x6 wird von einer zweiköpfigen Besatzung, einschließlich Kommandant und Fahrer, bedient. Er bietet Platz für 8 voll ausgerüstete Soldaten. Warrior. Das bei der britischen Armee unter dem Namen Warrior bekannte Schützenpanzerfahrzeug war ursprünglich als MCV-80 bekannt. Er sollte den alten gepanzerten Mannschaftstransportwagen FV-432 ersetzen. Das Basismodell ist das FV-510 Warrior Section Vehicle, bewaffnet mit einer nicht stabilisierten 30mm Rardenkanone und einer koaxialen 7,62 mm Maschinengewehr und einem Zwei-Mann-Turm. Die Hauptkanone verschießt panzerbrechende und HE-Frag-Granaten. Die maximale Feuerrate beträgt 80 Schuss pro Minute. Der Warrior hat eine komplett geschweißte Aluminium-Panzerwanne und einen Panzerturm aus laminiertem Stahl. Er bietet einen Rundumschutz gegen 14,5 mm panzerbrechende Geschosse. Für den Einsatz bei Nacht ist der Warrior mit einem Wärmebildgerät ausgestattet. Die 7 beförderten Soldaten steigen durch eine Tür im hinteren Teil des Schiffes ein. FV-430 MK3 Bulldog. Der gepanzerte Mannschaftstransportwagen FV-430 MK3 Bulldog ist eine modernisierte Variante des gepanzerten Mannschaftstransportwagens FV-430. Es wurde ein Vertrag über die Überholung und Aufrüstung von rund 1000 veralteten gepanzerten Mannschaftstransportwagen unterzeichnet. Der MK3 Bulldog wurde mit einer explosiv-reaktiven Panzerung und Störsendern gegen improvisierte Sprengsätze ausgestattet. Einige Bereiche des Fahrzeugs sind mit einer Lamellenpanzerung zum Schutz gegen Panzerabwehrraketen ausgestattet. Es wird behauptet, dass der FV-430 MK3 besser geschützt ist als der Schützenpanzer Warrior.
Dieser gepanzerte Mannschaftstransportwagen ist mit einem einzelnen 7,62 mm Maschinengewehr bewaffnet, das auf dem Dach montiert ist. Der FV-430 hat eine Besatzung von 2 Personen und kann 8 voll ausgerüstete Soldaten befördern. Die Truppen steigen über die Hecktüren oder die Dachluken ein und aus. BVS-10. Der gepanzerte, geländegängige Raupentransporter BVS-10 ist eine Weiterentwicklung des BV-206S. Es wurde von Hägglunds in Zusammenarbeit mit dem britischen Verteidigungsministerium entwickelt. Im Vereinigten Königreich ist er unter anderem unter dem Namen Viking bekannt. Das Fahrzeug besteht aus 2 knickgelenkten Raupenfahrwerken, die durch einen Lenkmechanismus miteinander verbunden sind. Alle 4 Gummiraupen fahren kontinuierlich. Der BVS-10 bietet einen Rundumschutz gegen 7,62 mm Kugelgeschosse. Das Fahrzeug bleibt mobil, auch wenn eine Kette durch eine Antipersonenmine beschädigt wird. Der BVS-10 bietet Platz für insgesamt 12 Personen, einschließlich des Fahrers. Die vordere Einheit hat eine Nutzlastkapazität von 800 kg. Die hintere Einheit hat eine Nutzlastkapazität von 2000 bis 3050 kg, je nach Einsatzprofil. Das Fahrzeug kann auch Anhänger mit einem maximalen Gewicht von 3 Tonnen ziehen. Der Viking kann mit einem 12,7 mm oder 7,62 mm Maschinengewehr bewaffnet werden, das auf der vorderen Einheit montiert ist. Ocelot. Der Ocelot ist ein modulares Schutzfahrzeug, das von Force Protection Europe und Ricardo PLC entwickelt wurde. Das Fahrzeug wurde als privates Projekt konzipiert, um eine Anforderung der britischen Armee zu erfüllen. Dieses gepanzerte Fahrzeug ist bei der britischen Armee als Foxhound bekannt. Dieses minenresistente Fahrzeug schützt das Personal vor direktem Beschuss, Artillerie-Granatsplittern und improvisierten Sprengsätzen. Der Foxhound hat einen V-förmigen Rumpf, der die Minensprengungen vom Fahrzeug ablenkt. Die Kabine des Ocelot ist aus fortschrittlichen Verbundwerkstoffen gefertigt. Zu den Sonderfunktionen des Fahrzeugs gehören Nutzfahrzeug, Waffenträger, Logistik und Kommando. Die Patrouillenversion hat eine Besatzung von 2 Personen und bietet Platz für 4 Soldaten. Der Ein- und Ausstieg erfolgt über Türen oder Dachluken. Dieses Fahrzeug hat eine Nutzlastkapazität von 2000 kg. Ajax. Kürzlich wurde von General Dynamics eine neue Familie von technologisch fortschrittlichen gepanzerten Kettenfahrzeugen entwickelt, um eine Anforderung der britischen Armee zu erfüllen. Der Aufklärungspanzer Ajax ist eine Basisvariante dieser Familie. Er wird den bisherigen Spürpanzer FV-107 Scimitar ersetzen. Der Ajax basiert auf dem Schützenpanzer Ascot II. Er wird zur Nachrichtengewinnung, Überwachung, Zielerfassung, Aufklärung und zum Angriff eingesetzt. Der Ajax hat einen Turm und ist mit einer vollstabilisierten 40 mm Kanone bewaffnet. Nur wenige gepanzerte Kampffahrzeuge auf der Welt sind mit so einer starken Kanone ausgestattet. Diese Kanone hat eine effektive Reichweite von 2,5 km und eine Feuerrate von 180 bis 200 Schuss pro Minute. Mit dieser leistungsstarken Waffe können gegnerische Schützenpanzer und gepanzerte Mannschaftstransporter problemlos besiegt werden. Außerdem gibt es ein koaxiales 7,62 mm Maschinengewehr. Es wird behauptet, dass Ajax der beste Schutz und die beste Überlebensfähigkeit in seiner Klasse bietet. Challenger 2. Der Kampfpanzer Challenger 2 wurde als privates Projekt entwickelt, um den bisherigen Kampfpanzer Chieftain zu ersetzen, der bei der britischen Armee im Einsatz war. Er ist eine Weiterentwicklung des Kampfpanzers Challenger. Der neue Kampfpanzer ist wesentlich leistungsfähiger als sein Vorgänger. Er ist einer der am besten geschützten Panzer der Welt. Dieser Kampfpanzer bietet ein sehr hohes Maß an Schutz gegen direkte Feuerwaffen. Der Challenger 2 verwendet eine Chobam-Verbundpanzerung der 2. Generation. Zur Verbesserung des Schutzes kann eine explosiv-reaktive Panzerung angebracht werden. Der Panzer ist mit einer 120 mm Zugkanone L30E4 ausgestattet. Sie ist in der Lage, eine Vielzahl von Standard-NATO 120 mm Panzermunition zu verschießen. Diese Kanone wird manuell geladen. Die effektive Feuerreichweite mit panzerbrechender Munition beträgt über 3000 Meter. Die Challenger-Kanone kann für sich in Anspruch nehmen, den Panzer mit der größten Reichweite in der Geschichte getötet zu haben. Während des Golfkriegs besiegte sie einen irakischen Panzer in einer Entfernung von 4 Kilometer. Ares.
Der Ares ist ein weiteres Mitglied der neuen Ajax-Familie von gepanzerten Fahrzeugen. Diese neuen gepanzerten Fahrzeuge werden im Vereinigten Königreich hergestellt. Der Ares ist ein spezialisierter Kampftruppentransporter. Das bedeutet, dass dieses Fahrzeug nicht als Infanterietruppentransporter, sondern als Pionier-, Kampfaufklärungs- oder Flugabwehrraketentransporter eingesetzt wird. Mit diesem Fahrzeug können gepanzerte und spezialisierte Truppen auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden. Der Ares hat eine Besatzung von 3 Personen, darunter Kommandant, Fahrer und Schütze, und kann bis zu 7 voll ausgerüstete Spezialisten befördern. Außerdem gibt es einen Raum für die spezielle und persönliche Ausrüstung der Soldaten. Dieses neue gepanzerte Fahrzeug ist technologisch fortschrittlich. Es bietet ein hohes Maß an Schutz gegen Handfeuerwaffen, Artilleriegranatsplitter und Minensprengungen. Der Ares ist mit einer ferngesteuerten Waffenstation ausgestattet, die mit einem 12,7mm Maschinengewehr bewaffnet ist. Challenger 3. Der Challenger 3 ist ein neuer britischer Kampfpanzer. Er ist eine umfangreich modernisierte Version des Challenger 2. Der Panzer wurde im Jahr 2021 offiziell vorgestellt. Es wurde ein Vertrag über die Produktion von 148 dieser neuen Panzer für die britische Armee unterzeichnet. Die erste Einsatzfähigkeit wird für das Jahr 2027 erwartet. Die Challenger 3 verwendet einen verbesserten Rumpf der Challenger 2. Auch der Motor und die Aufhängung werden verbessert. Der Challenger 3 ist mit einer L55 A1 120mm L55 Glattrohr Hauptkanone ausgestattet. Dabei handelt es sich um eine modernisierte Version der deutschen Rheinmetall-Panzerkanone RH120. Diese Kanone wird auf dem deutschen Leopard 2A6, 2A7 und dem türkischen Altay verwendet. Die Challenger 3 verfügt über ein fortschrittliches Feuerleitsystem. Es gibt ein automatisches Zielerkennungs- und Verfolgungssystem. Es erkennt, identifiziert und verfolgt Ziele. Der Challenger 3 hat eine neue modulare Panzerung. Der Schutz der Wanne und des Turms wurde weiter verbessert. Außerdem kann ein aktives Schutzsystem wie das Trophy-System installiert werden. Das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welches der gepanzerten Fahrzeuge und Panzer euch am besten gefallen hat. Klickt auch auf den Gefällt mir-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos verpasst.